Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir haben schon viel gehört über die Vorzüge der Kraft-Wärme-Kopplung. Und ich möchte aber dazu hinzufügen, sie ist eben nicht nur effizient und spart daher auch CO2-Emissionen ein. Nein, ich finde auch noch wichtig, dass eben Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auch die erneuerbaren Energien sehr gut ergänzen können, wenn sie eben stromgeführt werden und im Zusammenhang mit einem Wärmespeicher dann eben einen Beitrag zur Versorgungssicherheit auch leisten können. Nordrhein-Westfalen hat hierfür für die Kraft-Wärme-Kopplung sehr, sehr gute Voraussetzungen. Nicht nur mit der eigenen Siedlungsstruktur, der Siedlungsdichte und der Industriestruktur. Nein, wir haben eben, die Landesregierung hat ja eben auch unterstützt, dass die Ziele der Bundesregierung, einen KWK-Stromanteil von 25% zu erreichen, mit einem eigenen Ziel unterstützt und sich ebenfalls dieses Mindestziel gesetzt. Die Landesregierung investiert mehr als 250 Millionen Euro. Ich finde das ein ganz schön Packen Geld, wo wir viel mit erreichen können, und unterstützt eben von der Modellkommune Kraft-Wärme-Kopplung über Förderung von kleinen und Mini-BHKWs bis zur Förderung von Fernwärmenetzen. Wenn man sich das alles so anhört, könnte man meinen, die Welt sei ja eigentlich in Ordnung. Warum müssen wir diesen Antrag schreiben? Und die Realität ist aber leider so, dass sie sich manchmal schneller verändert, als Gesetze dies tun. So auch bei diesem, wie ich gerne zugebe, ursprünglich guten KWK-Gesetz des Bundes. In letzter Zeit gab es aber eben einige Veränderungen am Strommarkt, vor allen Dingen, die dazu führten, dass bestehende Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und erst recht neue Anlagen nicht mehr einfach wirtschaftlich zu betreiben sind. Das sind vor allen Dingen zwei Veränderungen, die das verursachen. Die erste ist, dass die Preise an der Strombörse in letzter Zeit massiv nach unten gegangen sind. Das sorgt natürlich für gesunkene Erlöse für die entsprechenden Anlagen. Der zweite Aspekt, ebenfalls ein Preisverfall, und zwar bei den CO2-Zertifikaten. Das sorgt für Wettbewerbsvorteile für die CO2-schleudernden Kohlekraftwerke, und insbesondere hocheffiziente und vergleichsweise klimafreundliche Wärmekopplungsanlagen droht unter derzeitigen Bedingungen das aus. Das finden wir energiepolitisch und klimapolitisch absolut unsinnig. Hinzu kommt, dass Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen seit August 2014 eben auch durch die EEG-Reform belastet werden, da auch eigengenutzter Strom aus diesen Anlagen mit einem Teil der EEG-Umlage belastet wird. Das sollte eigentlich in der nächsten Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes kompensiert werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Novelle eben auch auf Bundesebene zeitnah geschieht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen wie an vielen Stellen Investitionssicherheit. Es bedarf dafür sicherer politischer Rahmenbedingungen. Und ich möchte dann einfach mal erwähnen, dass eben Pioniere wie beispielsweise die Stadtwerke Lemgo, die seit Jahrzehnten in diesem Bereich unterwegs sind, einen Anteil von 70% KWK-Strom in ihrem eigenen Portfolio haben, auch vorangehen, was zum Beispiel das Thema Elektrokessel angeht. Solche Pioniere, die schlagen Alarm, und spätestens das sollte für uns ein Hinweis sein, dass hier dringend Handlungsbedarf geboten ist. Und daher freue ich mich über das wichtige gemeinsame Signal, das wir aus diesem Landtag heute hier nach Berlin senden und mit dem wir alle gemeinsam hier klar sagen, wir benötigen eine schnelle Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, die für sichere Rahmenbedingungen sorgt, für neue, aber auch für bestehende Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Herzlichen Dank.